Wir kommen von Echte Demokratie jetzt oder Occupy Berlin, Akampada Berlin. Die Medien möchten uns da gerne einen Namen geben. Wir sind eigentlich nur Menschen wie du und ich. Wir haben die Schnauze voll hier langsam. Es kotzt uns richtig an. Wir leben hier in keiner Demokratie mehr. Wir sind der Meinung, es ist eine Finanzdiktatur von den Banken ausgehend. Politik spielt damit. Und wir wollen es uns einfach nicht mehr länger gefallen lassen. Und was hast du dazu zu sagen? Ja, also ich bin seit August in dieser Bewegung. Wir tun uns immer schwer damit, dem selber einen Namen zu geben, weil es dem eigentlich nicht bedarf, wenn dann nur für die Medienwirksamkeit. Mir geht es in erster Linie darum, das, was die Medien hauptsächlich im Moment verpassen oder mit Absicht verpassen, ist ein klares Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es diese Missstände gibt und diesen Missstand sozusagen in den Menschen wieder wachzurufen, sie dazu aufzurufen, zu sagen, ich bin Mensch, ich bin Volk und ich will selber bestimmen, wie unser Leben funktioniert und nicht von irgendwelchen gewählten Parteien, die 4 Jahre lang am Ende doch nicht den Willen des Volkes sozusagen umsetzen. Meine kleine Meinung ist dazu, dass so dermaßen viele Informationen an uns gelangen, von Medien, seitens Politik oder eben halt von Medien an uns gelangen, dass wir absolut überfordert sind mit dem, was wir eigentlich glauben sollen. Denn wer weiß denn überhaupt noch, was abgeht? Wer von den allen? Und das löst ein Unbehagen, ein Unmut, eine Angst in uns aus. Und wir wissen nicht ganz genau, wohin damit. Denn wohin sollen wir denn gehen? Keiner hat eine Ahnung. Und das ist für mich gesehen, also die Finanzkrise und Währungskrise und Griechenlandkrise und wie sie Krisen alle heißen, die haben sich verselbstständigt. Das hat eine Eigendynamik gegeben, so eine Matrix. Und wir kommen da gar nicht mehr ran. Und das ist alles andere als demokratisch und transparent. Dazu würde ich sagen, zuerst mal muss man begreifen, dass diese Krisen in den Köpfen geschaffen werden. Das heißt, es gibt nur eine Krise, weil man sozusagen, möchte, dass es Krisen gibt, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, weil man den Leuten etwas geben will, womit sie sich nicht beschäftigen wollen und nicht können, weil ihnen manchmal eben, wie Sie schon sagen, der Überblick dazu fehlt. Deswegen versuchen wir von Akampada, Echte Demokratie und so weiter, zusammen mit der weltweiten Organisation, im Übrigen in Spanien, in Griechenland, überall in der Welt bildet sich jetzt gerade diese Bewegung, in den USA mit Occupy, versuchen wir Pools zu schaffen, versuchen wir Begegnungsstätten zu schaffen, in denen die Menschen aus jeder Couleur miteinander reden können, miteinander kommunizieren können. Man kann sich Informationen beschaffen, man kann Informationen verbreiten, man kann sie miteinander diskutieren, man kann im Prinzip als Mensch wieder anfangen, selber zu gestalten. Und diese Bezeichnung 99% soll nicht heißen, dass wir so blauäugig sind zu glauben, dass wir 99% der Menschen haben, die auf die Straße gehen und sagen, wir haben die Schnauze voll. Diese 99% sind ein Symbol dafür, dass eigentlich 99% der Menschen unter der Diktatur oder Demokratur, nenne ich es immer, der Medien, der Finanzwelt und der Politik stehen, die im Grunde, im Endeffekt alle an 2 Fäden zusammenlaufen und von 2 Strängen sozusagen geleitet werden. Und wir müssen uns das nicht gefallen lassen. Wir haben heute den 9. November. 1989 gab es einen Mauerfall hier in Deutschland und in Berlin. Und wir sind im Prinzip jetzt dafür da, um die nächste Mauer fallen zu lassen. Denn das, was dem folgte, ist noch lange nicht das, was wir Demokratie nennen können. Vielen Dank, genial. Du noch was? Ja, wollte ich auch mal sagen. Also der 9. November war der Tag der Mauer. Meine Frau ist heute hier, die ich nur aus diesem Grunde eigentlich kennengelernt habe. Mit ihr habe ich eine wunderhübsche Tochter und dafür möchte ich mich einfach hier gerne bedanken. Ansonsten hätte ich auch noch einen kleinen Beitrag zu geben. Mein Bruder sagt es gerade noch. Wir haben jetzt ein Camp ab heute am Bundespressestrand. Kommt dorthin, unterstützt uns, supportet uns, bringt Sachen mit, die gebraucht werden, angefangen bei Nahrungsmitteln bis hin zur ganzen Logistik. Wir freuen uns auf euch. Und am 11.11. um 11 Uhr startet die Bewegung ab der Humboldt-Universität mit einem Karneval der Empörten. Es wäre toll, wenn ihr dafür auch ein bisschen unter euren Freunden und Bekannten
Werbung macht, verkleidet euch, kommt mit, verbreitet politische Botschaften, wofür der Karneval ursprünglich mal da war. Und wie ihr sicherlich auch schon gehört habt, gibt es am 12.11. In Zusammenarbeit auch mit ATTAC und Kampakt die Umzingelung des Bundestages. So, jetzt wolltest du noch einen persönlichen Beitrag bringen. Ja, und weil auch immer so gerne so viel über Revolution gesprochen wird, gerade in den heutigen Tagen, habe ich noch einen kleinen Beitrag zu geben, weil wo fängt die Revolution an? Bei uns selbst. Das hier ist meine eine kleine Revolution im Kampf gegen die Leiden in meiner Person, ist der Beginn zur Vermeidung der bleibenden Situation, der Durchbruch des Kreislaufs zu befreienden Positionen. Denn nur die Flucht aus der Sucht bringt einen Wechsel der Sicht. Mit einem Bruch voller Wucht erhält man Schatten mit Licht. Und nur Veränderung verhindert, dass man still stehen bleibt. Eigentlich ist es so leicht, braucht nur Entschlossenheit. Muss nur diesen Weg gehen, um die Krankheit zu besiegen. Endlich aufhören damit, sich ständig selbst zu bekriegen. Bekämpfe die Ursache, löse das Problem. Denn erst dann kann man wirklich die richtige Lösung sehen. Sich auf das Wesentliche besinnen, die Freiheit zurückgewinnen. Denn nur dann kann man irgendwann dem Feind entrinnen. Wenn man mit dem aufhört, was einem stets krank macht, sich nicht mehr selbst zerstört und eine Kraft entfacht, die einfach stärker ist als das, was einen stets gefangen hält. Denn erst wenn man das geschafft hat und sich dagegen aufstellt, kann man was Neues aufbauen, was wirklich Bestand hat. Positiv in die Zukunft schauen, die man selbst in der Hand hat. Oder wollt ihr die Sucht, obwohl ihr wisst, dass sie uns schädigt? Wählt ihr die Flucht, auch wenn sie uns am Ende erledigt? Esst ihr die verbotene Frucht, auch wenn sie unsere Schuld verewigt? Ist es das, was ihr wollt? Oder eine Moral predigt? Das hier ist meine eine kleine Revolution. Im Kampf gegen die Leiden in meiner Person ist der Beginn zur Vermeidung der bleibenden Situation. Der Durchbruch des Kreislaufs zu befreienden Positionen. Müsste nur aufhören, Wein zu trinken, Wasser zu predigen. Aufhören, tiefer zu sinken, werde mich sonst nur erledigen. Und alles andere wird mich immer nur weiter schwächen. Denn nur mit dieser Erkenntnis kann ich den Kreislauf durchbrechen. Mich von den Fesseln befreien, die mich seit jeher umgeben. Endlich ich selbst wieder sein und nach höherem Streben. Und erkennen, dass man bei sich selbst anfangen muss. Denn sonst ist mit uns sein vielleicht sowieso irgendwann mal Schluss. Denn wenn wir weitermachen wie bisher, wird es schwer. Wenn wir ein Leben lang so tun, als ob nichts gewesen wäre und weiterhin nur zuschauen, ohne Gegenwehr, dann war alles wohl umsonst, trotz der Erkenntnis hinterher, dass alles immer wieder passiert, von vorne anfängt, weil man es nicht registriert, den Kreis nicht zersprengt, immer dasselbe Spiel spielt, dabei immer wieder verliert, weil man das System dahinter wohl niemals kapiert. Doch ihr wollt die Sucht, obwohl ihr wisst, dass sie euch schädigt. Ihr wählt die Flucht, auch wenn sie uns am Ende erledigt. Es ist die verbotene Frucht, auch wenn sie unsere Schuld verewigt. Es ist das, was ihr wollt und keine Moralpredigt. Das hier ist meine eine kleine Revolution. Im Kampf gegen die Leiden in meiner Nation ist der Beginn zur Vermeidung der bleibenden Situation. Der Durchbruch des Kreislaufs zu befreienden Positionen. Denn so wie im Großen, so im Kleinen, von innen nach außen, Gesetze, die alles vereinen, nur ein Verstoß, man ist draußen aus dem Spiel, das man Leben nennt. Man tut es trotzdem, obwohl man das System schon lange kennt, weil man die Augen davor verschließt, da es viel bequemer ist, man hemmungslos genießt, anstatt Geber lieber Nehmer ist. Also bleibt dieser Kreislauf so lange bestehen, bis endlich alle Menschen begreifen, verstehen und einsehen, dass es so nicht weitergeht, man sich nur im Kreis dreht. Doch für diese eine kleine Revolution ist es nie zu spät. Man muss den Kreis durchbrechen und endlich damit aufhören, sonst wird sich's bitter rächen und uns alle zerstören. Denn jede Ursache hat eine Wirkung und umgedreht. So funktioniert das Gesetz der Kausalität. Mikrokosmos gleich Makrokosmos und umgedreht. So funktioniert das Gesetz der Kausalität. Vielen Dank. Sehr geil, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich glaube...